Ja, es geht jetzt darum, die Funktion x mal Sinus x zum Quadrat in eine Taylor-Reihe zu entwickeln. Wie macht man das? Zuerst überlegen wir uns, was die Taylor-Reihe von Sinus von t ist. Ich mache w, t mag ich nicht so sehr aus bestimmten Gründen. Wie heißt die? Sehr gut. Die kennen Sie auswendig, minus w hoch 7 durch 7, Fakultät plus minus und so weiter. Schreib sie noch als Summe hin, wohl wissend, dass es in der Zwischenzeit vom Oberschulamt so aussieht, als ob das Summenzeichen, also als Symbol, das hat ja nichts mit Mathematik, sondern nur mit Symbolik zu tun, tatsächlich als Symbol in die Schule mit hineinkommen wird. Minus 1 hoch n mal w hoch 2n plus 1 durch 2n plus 1 Fakultät. So, jetzt habe ich das gemacht. Was mache ich jetzt? Jetzt setzen wir statt dem b x Quadrat ein. Völlig richtig, ja. Das heißt, ich schreibe dann hier jetzt Sinus x Quadrat. Das ist also statt w schreibe x Quadrat. Und hier steht w hoch 3. Da steht x Quadrat hoch 3 durch 3 Fakultät plus x Quadrat hoch 5 durch 5 Fakultät minus x Quadrat hoch 7 durch 7 Fakultät plus minus und so weiter. Also das ist Summe n gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch n. Und statt des x, statt des w schreibe ich wieder ein x Quadrat. Jetzt habe ich es orange geschrieben, hätte ich vorher auch vielleicht schon machen können. 2n plus 1 durch 2n plus 1 Fakultät. Gut, was mache ich jetzt? Nochmal. Das hier, die Klammern auflösen. Wie kriege ich die aufgelöst? 2 mal 3. Ja, völlig richtig. Potenzgesetz anwenden. Habe ich also x hoch 6 durch 6 Fakultät plus x hoch 10 durch 5, jetzt wollte ich schon 10 Fakultät schreiben, 5 Fakultät minus x hoch 14 durch 7 Fakultät plus minus und so weiter. Das ist also Summe n gleich 0 bis unendlich, minus 1 hoch n mal x hoch 4n plus 2 durch 2n plus 1 Fakultät. So, jetzt bin ich aber noch nicht fertig. Was fehlt noch? Ja, ich mache hier mal das x davor. Also das heißt, jetzt schreibe ich hier ein gelbes x. Dann muss ich hier das hier mit x multiplizieren, das hier mit x, das hier mit x und das hier mit x. So, was gibt denn das, wenn ich das mit x durchmultipliziert habe? X hoch 3. 2, x hoch 7 durch 6 Fakultät, x hoch 11 durch 5 Fakultät. Durch 6 Fakultät, das ist 3 Fakultät. Sorry. Zu viel am Exponentengang. Danke, weiter. Minus x hoch 15 durch 7 Fakultät. So, und das ist dann das gleiche wie Summe n gleich 0 bis unendlich. Minus 1 hoch n mal x hoch 4n plus 3 durch 2n plus 1 Fakultät. Und das ist die Taylor-Reihenentwicklung von Sinus, von x mal Sinus x Quadrat. Gibt es da Fragen dazu? So, danke.